Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Heute bereits schon am Dienstag, 16. Januar 2018. Ich glaube, gestern habe ich irgendwo in einem Projekt habe ich mal irgendwas Falsches gesagt, aber es ist 2018. Aber man glaubt es mir eigentlich wahrscheinlich jetzt nicht. Ich weiß nicht mehr, was wir gestern gemacht haben. Warte. Erstmal kurz nachgucken. Ich glaube, wir hatten noch Geschwaderinskit, ne? Haben wir das? Oh, das sieht gut aus. Oh, sieht ja von Meisterhand gemacht, würde ich nur sagen. Der ist jetzt auf dem neuen Feld hier. Den habe ich schon umgesetzt. Der ist jetzt auf dem Feld 26. So, dann den lassen wir noch hier stehen. Da ist unser Schmuckgestück genug. Und den können wir jetzt gleich mal umdrehen hier. Heute wird wieder Case gefahren. Was haben wir nochmal 30% drin? Ja, müssen wir gucken. Das wird nicht reichen, aber nicht so schlimm. So, ich habe noch gar nicht, muss ich ehrlich zu euch, ich habe noch gar nicht die Kommentare vom gestrigen Video angeguckt. Bin ich noch nicht zugekommen. Aber wir fahren hier mit ultramäßigen, über-Hyperspeed Geschwindigkeiten. Deswegen können wir das auch ganz fix so machen. So, warte mal, lass mich mal gucken, was ihr so geschrieben habt, ihr kleinen Dümmels. So, weg, weg, weg. Nein, ich möchte das nicht. Nein, Mutti. So, warte mal. Okay. Also wie gesagt, ihr seht unten rechts, Tempomat 26 ist an und er fährt 6. Ne? Also nicht rum nörgeln bitte, da kann ich nichts für. Stappenbach. So, gucken wir uns mal nach, was ihr da geschrieben habt. Jo, das sollte passen. So, was steht da drinnen? Mehr Geschichten. Um Gottes Willen. Wir wollen noch mehr Geschichten haben. Alter, du hast mich voll zum Nachdenken gebracht. Was? Warum das denn? Das war nicht negativ gemeint, hoffentlich. Aber, wie gesagt, ich habe gestern schon angedeutet, ne? Ein paar Sachen einfach mal ein bisschen mehr nachdenken. So. Du hast von Schwaden was vergessen. Das kann natürlich immer wieder passieren bei mir. So bin ich halt einfach. Bin jetzt 14 Jahre alt und fast jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule und helfe meinem Vater auf den Hof. Ja, das ist gut so. Das ist auch wirklich gut so, ne? So, jetzt lassen wir hier, wir brauchen mal einen Kfz. Nehmen wir mal das hier, komm. Wo ist denn der Anhänger? Der müsste da schon vorne drin, sehr gut. Einer von den beiden habe ich nicht angemeldet, ne? Habt ihr mir geschrieben? Muss ich nochmal ein Kennzeichen, muss ich nochmal zulassen. Mal schauen, was das für einer ist, sonst werden wir den hier zulassen. Uppala. So, Rückwärtsgang habe ich doch gerade reingemacht. So, warte mal. Ist er zugelassen oder nicht? Nein, der ist nicht zugelassen. Wie kann ich den zulassen? Hier abladen? Ja, ich kann nicht zulassen. Plan schließen? Nö. Nee, ich kann aber auch nicht das Gerät auswechseln. Ja, kann ich nicht zulassen. Steuerung. Steuerung. Nö. Links? Nö. Wie war denn das? Steuerung F? Ich weiß nicht. Muss ich nochmal nachgucken, wie die Belegung war für die Zulassung des Anhängers. Aber das konnte ich mir auch die Woche nochmal angucken. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, wir können natürlich daran anknüpfen, wo wir gestern aufgehört haben. Also anknüpfen weiß ich jetzt nicht genau, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich solche Folgen wie jetzt zum Beispiel nicht vorbereite. Also wirklich null. Habe ich noch nie gemacht. Werde ich auch nie machen. So wie es aussieht. Und ich einfach so, was mir gerade einfällt, erzähle ich halt so. Und meistens braucht das nur so einen kleinen Anstoß, was ich so gedanklich habe. Und dann, ja, hast du einfach so viel zu erzählen an manchen Sachen und Dingen. Und das sprudelt dann so von selber raus, wie man so schon sagt, bei einem schönen oder bei einem coolen Thema. Dann, ja, cool oder nicht cool, ist es. Man hat zu allen Sachen mit einem gewissen Alter, das klingt jetzt voll alt, aber man hat mit jeden Sachen so ein bisschen eine Meinung zu irgendwas und auch schon einiges erlebt und gesehen. Und ja, deswegen hat man auch so ein bisschen Meinung zu. Ich wurde in den Kommentaren gefragt, ob auf dem Bauernhof, wo ich gewesen bin, ne, oder auf dem landwirtschaftlichen Gebiet, Anwesen, was da alles war oder was wir da gehabt hatten. Also ich kann euch mal ganz kurz so die groben Fakten geben, was da, weil viele haben gedacht, boah, bist du auch im Klasse Jaguar rumgefahren? Nein, 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 nein. Also wirklich nicht. Ich kann euch ganz kurz sagen, die Eckdaten, die wir hatten oder was damals so gewesen ist. Wie gesagt, wir hatten einen uralten Lindner. Wir können, warte mal, ich versuche mal gerade was. Warte mal, einen Moment, machen wir das hier kurz rein. Ich guck mal, ob ich jetzt ein Bild finde von dem Lindner. Es war auf alle Fälle ein uralter Lindner. Warte, gib mir 2-3 Sekunden.
Lindner. Gott, nicht Lindschokolade. Meine Güte, das machen wir später. Lindner Traktoren. Warte mal, ich gebe euch mal ganz kurz Bild. So, und zwar war es, oh Gott, das ist viel zu neu. Das war Anno Schnee, weißt du? Noch älter tatsächlich, noch älter. Das war, vielleicht finden wir den. Wir machen gleich weiter, versprochen. Das ist ja mittlerweile schon die Geotrack-Abteilung. Das ist ja schon, boah, das wäre schon, wär schon Luxus gewesen. Es war ungefähr, ja, mal ganz genau würde man jetzt nicht treffen, ne? Weil da waren, gibt es natürlich auch x verschiedene Ausführungen davon. Was war, warte mal, wo war der jetzt nochmal? Was war das für einer? 520, geben wir es mal ein, 520. Ja, das, sowas. Sowas haben wir gefahren. So, genau sowas war das. Auf der Seite war noch so eine kleine Schürze, so eine Plastikschürze, was man zuziehen hat können, hier unten. Natürlich keine Heizung, nichts. Also da war free, weißt du? Sowas bin ich gefahren. Lange, also das waren wirklich ein paar Jahre, wo ich sowas gefahren bin. Und der ist dann irgendwann ist er dann verreckt und dann kam ein Fendt, ein ganz kleiner Fendt. Aber was das für ein genau war, weiß ich nicht mehr. Das war die Traktorausführung. Wir hatten zwei Drehschimmel. Einen großen und einen kleinen Drehschimmel. Da, wie gesagt, das waren aber wirklich kleine Drehschimmel. Marke weiß ich nicht. Das hat mich damals gar nicht interessiert, was für eine Marke das war. Das hat mich wirklich nicht interessiert. Wirklich nicht. Weil das Ding war einfach da, da hast du nichts dran ändern können. Und was da war, wurde einfach genommen, weißt du? Da war es, war Wurst, war komplett Schnuppe, was das für eine Marke war. Wirklich komplett egal. Und was hat man noch? Wir hatten einen Güllefass, einen Einachs-Güllefass, wirklich was Kleines auch. Aber wie gesagt, Marke weiß ich gar nicht. Wir hatten einen Ladewagen, aber wie gesagt, Marke no way, keine Ahnung. Im Pflug, ein Gruber, eine Sämaschine, ein Kartoffelerntegerät. Aber wirklich alles sehr, sehr klein. Man hatte eine. Was war noch? Das war's im Prinzip. Ich glaube, das war's. Doch, nee, Quatsch. Wir hatten einen Mähbalken an dem Lindner dran. Wir hatten einen Schwader und wir hatten einen kleinen Zetter. Doch, das war alles da. Das war alles da. Und das, was man nicht hatte, hatte sich beim Nachbarn ausgeliehen. Na, das ist halt einfach so. Ich weiß, dass es eine Sämaschine gab für Gras, glaube ich, war die gewesen. Die hatte dieses Dorf zusammen gekauft und wer es gerade braucht, der hat sich's einfach genommen, weißt du? Was so war das halt damals. Man hat sich Maschinen, so in einer kleinen Gemeinschaft oder Genossenschaft heißt das, hat man sich Maschinen gekauft, das wurde dann an irgendeinem Hof von irgendeinem Landwirt, wurde das dann abgestellt und wer es gebraucht hat, hat sich es einfach geholt und hat es dann wieder hingestellt. So, das war es gewesen. Und wie gesagt, man, das waren ungefähr, ich schätze es mal so, ich möchte es wirklich nicht übertreiben und sonstiges, es waren, lass es 20 Schweine gewesen sein, also wirklich Mutterschweine. Und vielleicht waren es 10 bis 15 Kühe, so circa. Es waren keine Hühnchen, es waren keine Schafe, gar nichts. Das waren so die zwei Sachen, also Kühe und Schweine waren da. Und damit habe ich auch, damit habe ich auch gelernt, damit umzugehen. Das heißt, man hat auch Kühe gemolken, schön von Hand, nicht hier automatisch, Roboter, bla bla, gar nichts. Das war noch gute alte Handarbeit. Und Schweine waren halt, also Mutterschweine natürlich für die Zucht und dann wurden die kleinen Ferkelchen wurden dann verkauft an den Metzger, also Mastschweine im Prinzip. Und es war ein wirklich kleiner Stall, muss man sagen. Also war wirklich klein für die jetzigen Verhältnisse. Damals hast du gesagt, yo, passt, weißt du, es ist okay. Aber jetzt im Nachhinein denkst du einfach, es war schon sehr klein, ne? Es war wirklich klein, aber da hat man sich damals einfach keine Gedanken gemacht. Ja, und dann, das Jahr ging eigentlich so, aua, meine Katze ist da. Das Jahr ging eigentlich so wirklich sehr schnell voran. Also es waren halt so, diese Abläufe, die waren halt fix gemacht, weißt du? Also es war im Frühjahr war hier natürlich Vorbereiten des Feldes und Ansehen und so weiter und so fort. Und dann meine Katze hat gerade vorwärts zurückgedrückt. Und dann im Herbst war halt dann die Ernte, ne? Und die Ernte war eigentlich so die stressigste Zeit, was du dir vorstellen kannst. Wir haben ja schon über die Kartoffelernte geredet, wo ich damals auch dabei war. Und das war einfach eine extreme Zeit, eine extrem schwere Zeit. Weil das war wirklich körperliche, harte Arbeit. Und dann haben wir noch Zuckerrüben gemacht. Zuckerrüben haben wir auch noch gemacht, das habe ich jetzt komplett vergessen. Die wurden mit der Hand geerntet. Keinen Scheiß. Die wurden mit der Hand geerntet damals noch. Wie er die gesät hat, weiß ich gar nicht jetzt im Moment. Aber das wurde damals mit der Hand geerntet. Da weiß ich noch, bin ich mal abends zum Hof gekommen, weil ich den ganzen Tag Schule hatte. Und dann stand ein mega fetter Anhänger, also einer von den zwei Drehschemeln, der größere von den zwei Drehschemeln, stand auf einmal in der Einfahrt mit. Der ganze Anhänger war voller Rüben. Voll gepackt bis oben. Und ich denke mir so, was macht er damit?
Ja, zwei Tage später habe ich dann gesehen, dass die den Schweinen verfüttert wurden, die Zuckerrüben. Also die wurden geviertelt dann, also mit so einer Hacke. Also die, wirklich ganz simpel. Zuckerrüben wurden wurden mit dem Eimer in so eine Ecke geworfen, sage ich jetzt einfach mal, und wurden dann frisch jeden Tag für den Abend wurden die dann geviertelt, die Portion, die die Schweine halt brauchten, und wurden den Schweinen gefüttert. Ne? Das war halt so ein Futterersatz. Oder was heißt Ersatz? Ist ein Teil der Fütterung auf alle Fälle. War da noch mehr Teile? Aber das war so ein Teil, wo ich mir gedacht habe, ja, Zuckerrüben, cool. Ich wollte das Ding auch mal kosten, kann sie nicht essen, ne? Aber ja, man war halt jung und einfach mal gucken, ne, wie es so ist und so weiter. Aber das weiß ich noch gut. Da, wie gesagt, bin zum Hof gekommen, waren wirklich, der Anhänger, der war voll. Also wir reden jetzt nicht von voll, sondern wirklich von voll. Der war wirklich voll. Und ja, wie gesagt, das war alles früher noch Handarbeit. Dann war wieder Kartoffelernte, also wirklich, wirklich, wirklich viel zu tun mit der Kartoffelernte. Und dann war noch Mais. Und Mais wurde halt zu Silage gehäckselt. Das war so, dass man keinen eigenen Häcksler hatte, sondern wir hatten praktisch nur so einen, wir hatten einen normalen, es war kein Tandem, es war ein Einachser. Und der wurde eben, das war so ein Multifunktionsding. Das war gleichzeitig Miststreuer, gleichzeitig war das ein Silagewagen und gleichzeitig war das auch ein normaler Wagen zum, was haben wir damit noch gefahren? Ich glaube, Weizen haben wir damit noch gefahren. Genau, Weizen haben wir auch noch angebaut, aber jedes Jahr nur ein Feld, also wirklich nur ein Feld. Weiß nicht, warum das eigentlich so war, aber es war, wurde nur ein Feld angesät mit Weizen. Ja, hier ist, du siehst hier, wenn du jetzt über die Felder bei uns gehst, siehst du halt null Weizen. Also wirklich null. Zwar hat mich damals schon gewundert, warum Weizen angesät wurde. Aber ist egal. Und ja, gehäckselt hat man halt sowas wie ein LU. Kannte ich nicht. Gibt es auch nicht. Also gab es zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht. Man hat sich in der Familie geholfen, weil zum Beispiel der Bruder, der also mein, da beim Landwirt, bei dem ich gewesen bin, der hat zwei Brüder, beide Landwirte natürlich auch. Eine im gleichen Ort und eine im Nachbarort. Und der hat dann für uns gehäckselt. Das heißt, der hatte so einen Pöttinger Einachshäcksler. Gibt es den hier auch vielleicht sogar? Warte mal. Erntegeräte. Nee, das war. Wie war denn das nochmal? Warte mal. Das war sowas. Nur war das ein Einreiher, den du an der Seite hast und dann hinter hast du noch einen Anhänger gespannt. Das mit sowas bin ich auch rumgefahren. Also nicht rumgefahren, ich bin. Du wirst hier noch mitfahren, weil das Gerät war wohl sehr teuer und ja, und so weiter und so fort. Ah, und ja, da hat man dann gehäckselt. Der war den ganzen Tag am Feld und wir haben Anhänger getauscht. Das heißt, er hatte den Anhänger dran, hat gehäckselt, den voll gemacht, hat ihn abgekuppelt. Derweil fuhr der Landwirt hin und her und hat den vollen Anhänger mitgenommen und hat den leeren Anhänger wieder hingestellt. So. Und zu Hause hat dann schon die Landwirtin gewartet und so wurde das Zeug dann auf den Haufen geworfen und wurde dann abends mit dem großen Traktor vom Nachbarn wurde das festgefahren und dann wurde es abgedeckt und das war's, weißt du? Aber du, wenn du am Feld bist, ne, und du hast einen Einreiher und du hast ein großes, im Verhältnis, großes Maisfeld, du siehst kein Ende. Du fährst eine Reihe, du fährst noch eine Reihe, du fährst noch eine Reihe, du fährst noch eine Reihe und du denkst dir, Alter, du hast noch gar nichts geschafft heute. Aber irgendwann, so nach ein oder zwei Tagen, wird es dann schon weniger. Und du denkst dir, Alter, der Haufen im Garten oder auf dem Hof wird immer größer und das Feld wird nicht kleiner. Das habe ich mir damals schon gedacht. Was haben wir den ganzen Tag eigentlich gemacht? Das Feld sieht gleich aus wie im Morgen, aber irgendwie ja, ist es nicht vorangegangen. Irgendwie ist es nicht vorangegangen. Man muss dazu sagen, dass der Landwirt, wo ich damals war, der war damals schon in Rente. Das muss ich auch ganz offen ehrlich sagen. Also der ist jetzt... Boah, wie alt ist er jetzt? Hohe 70, würde ich sagen. Genau weiß ich es gar nicht, muss ich ehrlich gestehen, zu meiner Schande. Und der macht jetzt halt nichts mehr. Also der, die ganzen Kühe sind jetzt weg. Die wurden jetzt zu seinem Schwiegersohn rübergefahren. Dafür wurden ein paar Schäfchen jetzt in den Stall gestellt, damit das dann auch benutzt wird. Und man macht halt noch so ein paar Sachen. Aber jetzt so aktiv wie früher, wie ich damals bei war, das wird nicht mehr gemacht. Weil, wie gesagt, der war damals schon in Rente, wo ich kam. Weil der war... Wo war der vorher? Der war bei der Bahn. Also der hat bei der österreichischen Bahn gearbeitet. Jahre lang. Und ist dann in Rente gegangen und hat dann einen Bauernhof genommen. Ne? Also einen Bauernhof gemacht. Und das fand ich immer beeindruckend. Also in der heutigen Zeit ist halt so, jeder sagt, boah, Rente, da mache ich gar nichts mehr. Und dann gibt es halt Leute, so wie den Lando, den ich jetzt hier kenne, die arbeiten ihr ganzes Leben lang und dann in der Rente machen sie noch bauernhofmäßig weiter, weißt du? Wo andere schon sagen, Alter, das ist ein Knochenjob und er sagt einfach, jo, ich habe keinen Bock auf Rente, wir machen einfach weiter, weißt du? Das fand ich schon
sehr, 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 sehr groß. Aber, liebe Leute, wir sind schon wieder fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn alles funktioniert, zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach. Ich würde mich freuen. Bis dahin, habt noch einen schönen restlichen Dienstag. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.